Hallo ihr Lieben, ich wurde von der lieben Lisa von Lisas Make-up Heaven für den Before Favorites Tag getaggt. Ihren Kanal findet ihr natürlich in der Infobox verlinkt. Da habe ich mich sehr darüber gefreut und dann fange ich auch mal direkt mit den Fragen an. Deine Lieblingsherbstkerze? Also ich muss sagen, ich bin glaube ich so ziemlich eine der wenigen Frauen, die keine Kerzen mag. Was heißt nicht mögen? Ich kaufe ziemlich selten Kerzen. Also ich habe hier hinter mir eine Kerze stehen, die ich aber auch nicht anzünde, sondern eher der Deko wegen. Ja, also die Frage kann ich leider nicht wirklich beantworten. Dein Lieblingsherbst-Lippenstift? Also ich als totaler Lippenstift-Junkie kann mich da nicht richtig entscheiden. Ich habe mir zwei rausgesucht. Das ist einmal hier dieser von Max Factor in der Farbe Firefly. Das ist ein sehr schöner, bäriger Ton. Und dann habe ich noch diesen MAC-Lippenstift in der Farbe Dark Deed aus einer Disney Limited Edition. Das ist ein ganz, ganz dunkelroter Ton, also eher schon ins Bräunliche gehend. Den hatte ich auch für mein Black Swan Halloween Tutorial benutzt. Der ist richtig schön, da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich den damals ergattern konnte. Dein Lieblingsherbstdrink? Also ich bin der totale Tee-Junkie. Am liebsten trinke ich grünen Tee und das literweise. Also ich habe mal gehört, dass grüner Tee auch krebsvorbeugend ist und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ob das Gerüchte sind, aber da ich den eh mag, trinke ich ihn dann noch lieber. Dein Lieblingsherbst-Blush? Also ich trage ja sowieso eher selten Rouge. Und wenn, dann sowieso eher so bärige Töne. Und im Herbst passt das natürlich umso besser. Deswegen habe ich den hier mal rausgesucht. Das ist einer von Catrice. Der heißt Ultimate Matte Blush in der Farbe 020 La Lavender. Den finde ich sehr, sehr schön, gerade weil der auch verschiedene Töne wirklich drin hat. Und weil er matt ist, weil ich mag es nicht gerne, wenn meine Wangen noch zusätzlich glitzern, dann benutze ich lieber getrennt noch Highlighter. Dein Lieblingsherbstkleidungsstück? Also ich weiß nicht, zählen Schuhe? Wenn ja, dann hier diese Stiefeletten, die trage ich zurzeit sehr, 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 sehr gerne, weil die einfach zu fast jedem Outfit passen und ich finde, so ein bisschen Absatz gibt einem immer eine bessere Haltung direkt und sieht immer direkt etwas eleganter aus. Deswegen würde ich sagen, diese Stiefeletten. Falls Schuhe nicht dazu zählen sollten, habe ich hier mal diesen Taillenrock rausgesucht. Der ist von Gina Tricot, den habe ich zum Geburtstag bekommen. Und der ist, also es ist so ein Stretchrock, aber aus dieser Art Wollmischung. Also wirklich so ein Herbst-Winterrock, definitiv kein Sommerrock. Darauf stehe ich total. Auch ruhig mal mit dem T-Shirt kombiniert, dass das so ein eine Mischung aus diesem Casual und etwas eleganterem Look ist. Ja, also dann würde ich den sagen, falls die Schuhe nicht zählen. Dein Lieblingsherbstfilm? Also ich bin zwar der totale Film-Junkie, aber so wirkliche Filme, die ich nur zu bestimmten Jahreszeiten gucken, habe ich nicht. Das geht eher so nach Laune. Also ich würde sagen, weil ja jetzt Halloween ansteht, eher so Horrorfilme, die ich auch sehr, sehr, sehr gerne gucke. Sowas wie Wrong Turn oder sowas in der Art. Würde ich dann jetzt als meinen Lieblingsherbstfilm bezeichnen, auch wenn ich die nicht nur im Herbst gucke. Deine Lieblingsherbst-TV-Show? Also ich würde sagen, weil das ja jetzt auch gerade wieder angefangen hat, jetzt in dieser Herbstzeit wie jedes Jahr, Vampire Diaries und American Horror Story. Auf diese beiden Serien fahre ich total ab. Vampire Diaries eher noch diese Teenie-Version und American Horror Story dann doch etwas wirklich gruseliger. Aber die beiden Serien gucke ich echt seit Jahren total gerne. Und da die auch immer erst im Herbst wieder mit der neuen Staffel anfangen, würde ich sagen, dass das meine Antwort für die Frage ist. Und last but not least, dein Lieblings-Halloween-Kostüm. Also ich finde, es gibt so eine Menge an richtig coolen Halloween-Kostümen. Da kann ich mich jetzt gar nicht so richtig für eins entscheiden. Also ihr habt ja wahrscheinlich meine drei letzten Halloween-Tutorials gesehen. Die gehören auf jeden Fall zu meinen Lieblingskostümen. Als diese Glam-Mumie bin ich auch tatsächlich letztes Jahr an Halloween gegangen. Und als Black Swan, ich glaube 2 Jahre davor.
Also ja, ich würde sagen, das sind so meine Lieblings-Halloween-Kostüme, die auch noch irgendetwas Anziehendes, sag ich mal, haben und jetzt nicht nur wie so ein Clown, der nur horrormäßig aussieht. Ich möchte dann jetzt auch noch ein paar Leute taggen, und zwar tagge ich die Bianca vom Kanal Bianxi. Ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen. Korrigiere mich bitte. Dann die Schwana vom Kanal Shoe Little Things, die Mariana vom Kanal Beauty Lovin. Und dann tagge ich noch Miss Epic X und Panda Amanda. Ja, ich glaube, das war's. Natürlich könnt ihr euch alle getaggt fühlen und alle mitmachen. Keiner soll sich ausgeschlossen fühlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst doch bitte nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und ich verlinke euch jetzt hier neben mir noch meine beiden letzten Videos. Das ist einmal ein Halloween-Tutorial und mein IKEA-Haul. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr ja nochmal vorbeischauen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!